Das war klar, dass der was Lustiges macht. Gott, Alter, da kriegst du ja Ohrenkrebs bei der Musik. Da hat er sich wirklich eine schwere Musik ausgesucht. Es war lustig, leicht, flüssig mit einigen sehr originalen und kreativen Übungen. Das sieht mir nach einem kompletten Konzept aus. Übung, Musik, Choreografie. Der Yannick hat ein sehr lustiges, sauber geturntes Programm gezeigt, was sehr nett anzuschauen war. Besonders gut hat mir bei ihm gefallen, dass er wirklich von Anfang bis Ende durchchoreografiert hat. Bereits vor seinem Aufgang hat er eine Choreografie eingelegt und nach seinem originellen Abgang der Grätsche über die Gruppe des Pferdes in den sauberen Stand dann noch eine Schlusspose gezeigt hat. Dafür kriegt er von mir 9 Punkte. Den Yannick gebe ich 9,5 Punkte für seine Kür. Sie war sehr cool, sehr kreativ, sehr viele schwierige Elemente und sehr sauber. Ja, da gibt es eigentlich fast nichts auszusetzen, außer eine Kleinigkeit. Die Musik war nicht ganz mein Geschmack, aber ich finde, er hat super dazu gemacht und super interpretiert. Also 9,5 Punkte für diese Kür. For Yannick, as I said, he had really made something really funny, original, and he was just playing around with his horse, and I really liked this connection, this really powerful connections you could see between Yannick and Dark Beluga. So for that, I give a 9. Ja, komme ich zu Herrn Heiland. Also die Musik war eine Katastrophe. Also das war wirklich, ja, schlimm für meine Ohren, würde ich mal behaupten. Musikinterpretation, die hat mir gefallen, die war dann doch okay. Ist schon klar, dass Utensilien im Wettkampf nicht erlaubt sind, ne? Was willst du haben? Warte mal. Das ist eindeutig eine 9,5.